Viktoria Rebensburg ist guter Dinge. Tiefenentspannt und bester Laune gibt sich die 25-Jährige vor dem Auftakt der Ski-WM in Vail und Beaver Creek. Vom Druck der einzigen echten Medaillenhoffnung im deutschen Frauenteam keine Spur. Die Olympiasiegerin von 2010 und Dritte von 2014 hofft gleich beim ersten Start im Super-G am Dienstag auf ihr erstes WM-Edelmetall. Wenn alles gut zusammenpasst, das nötige Glück dann auch auf meiner Seite ist an dem Tag X und ich wirklich so Skifahre, wie ich die letzten Wochen das gemacht habe, dann ja, es ist sicherlich realistisch, eine Medaille zu gewinnen. Rebensburg hat sich gewandelt. Ihre beiden Olympiamedaillen gewann sie im Riesenslalom. In dieser Saison zeigte die Zollwachtmeisterin die besten Leistungen aber in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G. Die Umstellung gelang ihr erstaunlich gut. Super-G ist schon extrem, ja, schwere Disziplin eigentlich, weil man hat nur die eine Besichtigung und dann muss es passen. Dann muss der Lauf sitzen von oben bis unten. Im Riesenslalom ist die Geschwindigkeit nie so hoch, dass man das jetzt nicht groß einschätzen kann. Also da ist es viel, viel leichter. Und das macht einen Super-G aus, aber auf der anderen Seite auch wieder extrem spannend. Und für mich ist ganz klar die Devise, ja, Vollgas von oben bis unten. Der Super-G ist ihre erste, aber keineswegs einzige Medaillenchance. Die besten Ergebnisse fuhr Rebensburg in diesem Jahr in der Abfahrt ein. Einmal Platz 2 und einmal Platz 3. Für die Wettbewerbe in den USA lässt das hoffen. Sie fährt auch richtig gut Abfahrt. Also das schaut aus, wenn man zuschaut, dass man sich denkt, hey, da ist eine richtige Abfahrerin am Werk. Also keine Riesenslalomfahrerin, die den Abfahrtsport dazu betreibt, sondern jemand, der mit dem Abfahrtsport und mit der Geschwindigkeit, mit den Sprüngen richtig umgehen kann. Und da hat sie sich schon sehr, sehr gut weiterentwickelt. Zudem hat Rebensburg eine neue Rolle im Team inne. Nach dem Rücktritt der dreimaligen Olympiasiegerin Maria Höfel-Riesch lasten alle Erwartungen auf ihr. Eine Medaille gleich zum WM-Auftakt und ihr Soll wäre schon erfüllt. Dann könnte Viktoria Rebensburg die weiteren Wettbewerbe in Vail und Beaver Creek völlig entspannt angehen.